Da oben. Ich wusste doch, hier gibt's irgendwas. Und ich könnte mir vorstellen, dass man aus Wynnwurz Ambrosia herstellt. Wir können bestimmt diesen Trank irgendwann herstellen später. Aber ich werde es jetzt erstmal dabei belassen. Vielleicht sinkt das Arkanistenfieber ja von alleine auch wieder. Ich weiß es nicht. Das Arkanistenfieber erinnert mich jedenfalls so ein bisschen daran, wie das bei Fallout halt mit der Verstrahlung ist. Ach, die haben jetzt hier die Ziegen auch noch alle umgebracht, weil sie so blutdurstig waren, diese Wölfe. Aber wo die auf einmal alle herkamen, das will ich gar nicht wissen. So, wollen wir mal den Erdhaufen durchsuchen. So. Was haben wir denn da so Schönes drin? Ui, das hat sich gelohnt. Lehrlingsbuch Handwerkskunst. Dann haben wir hier noch Mentalismus und eine Rolle der Seelenfalle. Wenn das Ziel innerhalb von 60 Sekunden stirbt, füllt es einen Seelenstein. Wunderbar. Machen wir jetzt mal die Lehrlingsbücher. In uns aufsaugen. Von 1 auf 16 und Mentalismus auch. Um 1 auf 16. Um 1 auf 16, so wollte ich es eigentlich sagen. Und dann ziehen wir mal weiter. Wähle links oder rechts? Da hinten geht auch gerade schon wieder ein Wolf über die Straße, oder? Upsa. Weltkarte. Ich muss immer noch nach da. Das heißt, es könnte der Weg hier sein. Es ist auch tatsächlich der Weg. Was haben wir denn hier? Ein Haus. Oh. Was klappert denn hier schon wieder? Altes Bauernhaus entdeckt. Ach. Hier sind auch schon wieder Ratten. Ich habe es doch gerade schon gesehen. Da hinten sitzt sie nämlich. Um in Enderal Gegenstände herzustellen, benötigt ihr dreierlei. Einen Bauplan, Zutaten und eine Fertigungsstelle, wie zum Beispiel eine Schmiede. Hergestellte Gegenstände sind meist stärker als gewöhnliche und eignen und einige besonders seltene Artefakte lassen sich nur herstellen und nicht finden. Cool. Ah! Ausgewachsene? Willst du mir... Du willst mich doch verarschen. Ich bin mit irgendwas infiziert worden. Das stand da eben gerade. Mit was wurde ich denn infiziert? Hurala. Ja, kennst du das wieder zugehen? Geht doch. So, mit was wurde ich denn jetzt hier infiziert? Ataxia. Schlösser knacken und Taschendiebstahl ist 25% schwer. Was? Ihr fühlt euch einen kalt und dennoch fiebrig. Es kostet eure Kraft, euer Gedanken zu fokussieren. Mist, jetzt bin ich auch noch ein bisschen krank. Weil ich mich jetzt mit irgendwas angesteckt habe. Warum kann ich jetzt... Hä? Ich konnte eben gerade die Waffe nicht einstecken, aber okay. Was haben wir denn da? Bauplan. Kleiner Rucksack. Oh, den müssen wir bauen. Das hier sind bestimmt die Zutaten dafür. Und damit kann ich... An der Gerberstelle kann ich das bestimmt machen, oder? Novize. Oh je. Ui. Das ging jetzt aber erstaunlicherweise gut. 13 Groschen. Und hier haben wir noch eine Truhe. Armseliger Seelenstein. Den könnten wir theoretisch füllen, weil ich die Rolle habe. Bärenklaue und Fackel. Was ist hier im Fass? Einzelteile. Groschen. Kohle. Eine Holzschüssel brauche ich nicht unbedingt. Genesungstrank. Hier ist sogar noch ein bisschen Salz. Ich werde hier gleich die Bücher mal und mir kurz angucken, aber ich möchte mal gerne die Gerbstelle machen.
Gerbsteine können benutzt werden, um Tierhäute in Lederstreifen zu verwandeln, die zu Rüstungsteilen verarbeitet werden. Kleiner Rucksack. Ah, ich muss anscheinend diese Baupläne immer dabei haben, um was machen zu können. Kleiner Rucksack. Erhöht eure Tragkraft um 15 Punkte. Also, wir brauchen 2 Lederstreifen, 4 Eisenbarren. Nee, gar nicht wahr. 2 Lederstreifen, wir haben 4 im Inventar, 1 Eisenbarren, 4 Einzelteile und 2 Lederhäute. Wunderbar. Gegenstand erschaffen. Bams. Lederhaut könnte ich jetzt machen. Mache ich auch. Und dann machen wir das auch nochmal. So. Jetzt möchte ich mal kurz gucken, ob ich das jetzt schon ausgerüstet habe. Rucksack. Da ist er. Okay, es erhöht sich auf jeden Fall. Das ist aber kein Rucksack, was da drauf ist. Kann ich mir das mal genauer angucken? Benutzen. Hm. Okay, dann eben nicht. Aber jetzt haben wir immerhin immer einen Rucksack gebaut. Jetzt wissen wir auch so ungefähr, wie das funktioniert. Man muss also die Baupläne immer im Inventar haben. Und dann lernt man damit irgendwie. Nehme Wein. Was haben wir da? Der Schlechter von Ark. Folge 1. Ich glaube, den habe ich doch schon, ne? Ja, natürlich. Das erste Buch habe ich schon. So, bekritzeltes Pergament. Was haben wir denn da? Ich weiß nicht, was los ist. Alle werden so merkwürdig. Die Tiere sind böse. Sie haben Papa und Mama gefressen. Okay, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich eine andere Stimme gemacht. Aber ein bisschen spät. Die Tiere sind also verrückt geworden. Ob das wirklich an den Tieren lag? Man weiß es nicht. Okay, an den Tieren bestimmt. Warum sind hier überall Wölfe? Das ist ja richtig schlimm hier. Ist ja eine richtige Plage. Schade, dass ich kein hier kein Fernrohr irgendwie auf dem Bogen habe. Bäps! So, den haben wir weg. Na los, geh sterben. Boah. Was? Wo kommt ihr denn alle her? Alter, wie viele Wölfe sind denn hier immer zu? Ist ja kein Wunder, dass ich ständig diese scheiß Tränke trinken muss. Boah, ey. Das ist ja nicht mehr auszuhalten. Hier, Morgenluft. Bitte auch noch mal saufen. Oh. Halleluja. Wie viele Wölfe hier einfach rumlaufen. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe natürlich mein Arkanistenfieber jetzt wieder ein bisschen in die Höhe getrieben. Aber hey. Ich meine, warum nicht? Komm, lass uns Ambrosia trinken. So. Auf 5% ist es schon mal gesenkt. Das ist schon mal super. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn man einen gewissen Wert erreicht. Beim Arkanistenfieber. Aber wie krass das einfach ist. Hier laufen tausende Wölfe rum. Also gefühlt laufen hier tausend rum. Ich kann mich echt nicht erinnern, dass das schon mal irgendwann so schwer war. Was ist denn das hier für ein Brunnen? Wünschelbrunn? Was ist denn ein Wünschelbrunn? Ich kenne einen Wünschelbrunn, aber doch kein Wünschel. Ein seltsamer Klang. Perlt aus dem Schacht. Alle Wünschelbrunnen finden und... Was? Ich habe das jetzt leider nicht so richtig...
Herz zurückbringen, den Wünschelbrunnen in Pulverwüste, sein Herz zurückbringen, umdrehen und gehen. Moment mal. Auf meinen Reisen traf ich auf einen eigentümlichen Brunnen, aus dessen Schacht eine Art magische Entität zu mir sprach. Es scheint, als benötige der Brunnen was für ein Wesen nun auch in ihm steckt. Einen bestimmten Gegenstand, um zu ewiger Ruhe zu kommen. Dem Wünschelbrunnen in der Pulverwüste sein Herz zurückbringen. Ein Herz? Dies ist kein gewöhnlicher Brunnen und es Schacht hinunterblicken. Ein goldener Kelch, ein grasfarbener Stein. Mehr brauche ich nicht, um glücklich zu sein. Bringt mir mein Herz zurück. Wünschelbrunnen, Sonnenküste. Was? Ich habe irgendwas gerade bekommen. Wünschelbrunnen, Sonnenküste. Ein goldener Kelch, ein grasfarbener Stein, mehr brauche ich nicht, um glücklich zu sein. Bringt mir mein Herz zurück. Ein goldener Kelch? Was habe ich denn für Kelche? Kelch? Ja, ich habe hier alles mögliche. Zeug steht da schon mal vor. Das ist kein goldfarbener. Ich habe hier alle möglichen Kelchsorten, aber den habe ich nicht. Und ein grasfarbener Stein. Alter! Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Oh, boah, ey. Mach doch nicht so einen Scheiß mit mir. Dieser Vogel sieht auch ein bisschen merkwürdig aus. Der hat auch irgendwie gerade vor Schreck den Atem verloren und ist einfach starr hängen geblieben im Baum. Boah. Mann, oh Mann, oh Mann. Damit rechnet man doch nicht, dass man plötzlich so einen Schockmoment kriegt. Da ist ein Fuchs. Ich habe sowieso das Gefühl, dass hier gleich wieder irgendwelche Wölfe sind. Ach, du atmest so. Mein Gott. Geh mal zum Arzt. Du klingst ja schlimm. Puh. Da erschreckt man sich hier, ey. Das gibt's doch gar nicht. So, was haben wir hier? Hieros Haus entdeckt. Okay. Benötigt einen Schlüssel. Auf jeden Fall gibt es hier Ratten. So. Hier gibt es wieder ein paar Baupläne. Bauplan, kleiner Rucksack, Lederharnisch. Den nehmen wir mal mit. Da ist wieder. Da sind sogar zwei. Attacke! Oh. Toll! Ich bin echt gut. Ich schlage immer daneben. Das ist echt eine Bestimmung von mir, immer daneben zu schlagen. Unglaublich. So, wir haben jetzt hier was rausgefunden. Hier gibt es sogar einen Goldbeutel. Da waren 9 Groschen drin, ne? Liegt hier noch irgendwo was? Sieht nicht so aus. Doch, Salz. Warum ist das überhaupt hier so verbrannt? Novize? Na toll. Ein Dietrich verloren. Aber jetzt haben wir es hingekriegt. Boah, was ist denn hier alles drin? Ein Besen. Lass uns wie Bibi Blocksberg durch die Gegend fliegen mit Kartoffelbrei. Genesungstrank ranzig. So, Mana-Trank. Ein gefüllter Seelenstein. Und was haben wir hier? Stab der Heilung. Stab der Heilung klingt interessant. Den müsste man vielleicht mal dann wieder auffüllen mit dem Seelenstein. So, Ring der Ausdauer. Erhöht Ausdauer um 10 Punkte. Das ist nicht schlecht. Einhandgriffe.
Einhandangriffe verursachen 7% mehr Schaden. Auch nicht schlecht. Oh Gott. Was ist denn hier passiert? Set-Gegenstand. Fußstapfen des Vielgereisten. Was auch immer das bringt. Verdorbener Käse. Nee, den nehme ich mal lieber nicht mit. Friedenskraut. Kann ich hier eine Menge mitnehmen? Verdorbener Knoblauch. Ich nehme den einfach mal mit. Man weiß ja nie. Handmeißel, Messer, Werkzeugkasten, Zange, Korb. Kann es vielleicht sein, dass hier noch irgendein Geheimgang drin ist? Nö. Da komme ich also nicht rein. Was haben wir denn hier noch? Eine Truhe. Säge und ein Teller. Wow. Das sind ja die besten Teile, die ich jemals gesehen habe. Was war das? Ach, das ist eine Fahne. Guck mal einer an. Wieder mal eine Eispranke. Aber ich muss nicht da lang, ich muss hier irgendwo lang. Gehen wir mal an den Strand. Hier ist auch wieder ein Brunnen. Jerusbrunnen wohl bemerkt. Ob der wohl auch zu uns sprechen kann? Man weiß es nicht. Mir machen diese Aussichten hier gerade echt Angst. Guck mal, das sind hier die kleinen Krabben. Diese hier. Diese kleinen, putzigen, wutschigen Krabben hier. Ja. Du bist so richtig süß. Und die lässt sich von mir überhaupt nicht stören. Aber guck dir das Viech mal an. Weißt du, was das ist? Das ist ein Koloss. Das ist schlimmer als alles andere. Ich werde hier mal die Fackel auspacken. Weil guck mal an, was das für riesengroßes Maul hat. Da passt mein Kopf rein. Und hier, die ganze Kralle ist so groß, wie ich selber bin. Huch. Weil hier waren gerade irgendwelche Flügel zu sehen. Was um alles in der Welt ist das denn da? Das nennt man Kunst. Der eine sitzt hier, gibt mir die Hand. Der andere... Hä? Was ist los? Und der hat sogar eine kleine Truhe. Im Miniaturformat. 26 Groschen sind drin. Und der hat sehr viel Wein getrunken. Den nehme ich gerne an mich. Ob da... Oh! Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass hier noch eine Truhe ist, aber okay. Man muss hier ganz genau gucken, wie man feststellen muss. Wieder 10 Groschen. Ist da oben was drauf? Da ist auf jeden Fall noch eine Muschel. Muschel, Muschel, Muschel. So. Das Kratzen meines Halses hat sich irgendwie verflüchtigt. Jetzt habe ich es wahrscheinlich angesprochen und jetzt kratzt es gleich wieder. Ist auch immer so. So. Achso, warum ziehe ich denn jetzt das Schwert? Ich bin ja auch gut. Da ist die Schatulle im Wasser. Lups. Hallo Schatulle. Jeros Tagebuch. Die Schatulle, die Jero in der Nähe seines Hauses Jesper von Jeros Lebensbriefen erzählen. So, ich glaube, beim letzten Mal habe ich tatsächlich vergessen, Jeros Tagebuch zu lesen. Beziehungsweise, ich habe es dann später nochmal gemacht. Aber jetzt werden wir das mal machen. Ich lese gerne in Tagebüchern. Vor allen Dingen, wenn sie nicht von mir sind. Hahaha. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Okay. Es ist ein bisschen Text. Oder wir lesen das beim nächsten Mal. Nein, komm, wir lesen das jetzt. Sonst vergesse ich es hinterher noch. Erster Brief. Mein Name ist Jero Sonnenwind. Und dies ist mein erster Lebensbrief. Gestern Nacht sprach Sira und ich bis spät in die Nacht über unsere Pläne. An einem Zeitpunkt warf Sira ein, dass viele Visionäre eines Tages zu Zynikern werden, da sie ihre Ziele aus den Augen verlieren. Diese Lebensbriefe sollen meinen Weg dokumentieren in momentanen
In Momenten der Schwäche will ich sie lesen und mich an das, was mir wichtig ist, erinnern. Dies ist also der erste. Gestern kam der Ordenshüter aus Ark ins Dorf, um mich zu einem Novizen zu machen. Und als wäre das nicht genug, stellte er fest, dass ich Magie in mir trage. Ist das möglich? Ich, ein Arkanist? Es fällt mir schwer, meine Gefühle in Worte zu fassen. Mir ist, als ob all die harte Arbeit nun endlich Früchte trägt. Das bringt mich interessanterweise auf einen seltsamen, ja irgendwie morbiden Gedanken. Vielleicht ist es auf eine traurige Art und Weise vielleicht sogar gut, dass meine Mutter starb. Warum? Weil es mir die Augen geöffnet hat. Jetzt empfinde ich nichts als Unverständnis und ja, auch Zorn für die Einfallspinsel des Dorfes, Kinder und Erwachsene zugleich. Tag ein, Tag aus ist es dasselbe. Sie stehen auf, arbeiten und lassen sich abends von den Barbaren berieseln. Sehen Sie denn nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Soll alles, was Sie der Welt hinterlassen, wirklich nur eine flüchtige Aufschrift auf dem Reisestein sein? Siras anders, sie versteht mich, wir teilen unseren Traum. Und wenn Meister Igras Sie als Lehrling akzeptiert, können wir uns auch für meine Zeit im Noviziat so nah sein wie jetzt. Zweiter Brief. 15 Jahre sind vergangen und viele meiner Wünsche sind in Erfüllung gegangen. Sira und ich leben nun zusammen, aber anstatt in den Tempelquartieren leben wir unten, unter den Handwerkern. 5 Jahre ist es nun her, dass ich die heilige Prüfung abgelegt habe. Aber anders als ich es früher noch plante, habe ich mich gegen den militärischen Pfad entschieden, sondern werde Magister in der Schola sein. Warum? Weil ich denke, dass ich mehr erreichen kann, wenn ich dem Nachwuchs des Landes meine Vision weitergebe. Als wenn ich an Kriegen teilnehme, die zwar manchmal notwendig sind, aber im Grunde genommen das darstellt, was ich bekämpfen will. Darüber hinaus hat die Turhessa kürzlich dem Gesetzeserlass der Armentafel zugestimmt, den Sira und ich gemeinsam erarbeitet haben. Zweimal jährlich verpflichtet er jeden wohlbehabenden Enderelern, eine Handvoll Groschen in eine Truhe zu zahlen, aus der dann den Ärmsten der Unterstadt eine warme Mahlzeit gekauft werden soll. Die Reaktionen waren gemischt. Einige stimmten der Idee fast schon mit Begeisterung zu, manche andere zeigten sich empört. Häufig hörte ich Sätze wie: Die sind doch selbst an ihrem Unglück schuld! Oder: Wenn sie nur mal arbeiten würden, dann würden sie auch nicht hungern. Und sie machen mich wütend. Was für eine verdammte Ignoranz das doch ist. Natürlich ist es leicht, den Himmel von der Spitze des Elfenbeinturms aus zu sehen, aber das werden sie nie begreifen. Aber so wütend dieser Brief auch klingt. Eigentlich bin ich zufrieden. Ich verspüre ein Gefühl von Sinn, von einer Richtung, in der ich mich bewege. Und einen nicht zu geringen Teil meines Glückes verdanke ich der Frau, die nach all den Jahren immer noch zu mir steht. Irgendwie interessant. Ich weiß, dass du diese Zeilen vermutlich nie lesen wirst, ebenso wenig wie ich die deiner Briefe. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, durch die Tinte mit dir sprechen zu können. In diesem Sinne, ich liebe dich, Sira. Dritter Brief. Sira ist tot. Getötet von einer Bande Halunken! Als sie Essen für die Armentafel in die Unterstadt brachte. Wie schnell diese Worte geschrieben sind, aber wie kann ich diesen Schmerz, diese Leere, nur annähernd ausdrücken? Es klingt so absurd. Ich spreche mit einem Pergament, weil mir niemand anders zuhören will und ansatzweise verstehen kann, was das für mich bedeutet. Sira sagte mir immer, die Briefe würden mir Kraft schenken. Aber das tun sie nicht. Die Zeilen erscheinen mir fremd. Alles fühlt sich falsch an. Ich fühle mich falsch. Wenn ich morgens aufstehe, ich fühle mich falsch. Wenn ich in den Mittagsstunden die Sonne zurück... Nochmal. Fühle mich falsch.
wenn sich in den Mittagsstunden die Sonne zurückzieht und ich in den bewölkten Himmel schauen muss. Und ich fühle mich falsch, wenn ich abends allein in diesem großen Bett liege. Malfas verurteilt den Freitod als Sünde. Da ein jeder von uns im Leben eine Aufgabe zu erfüllen hat. Aber ist das hier meine Aufgabe? Wir bleiben noch höchstens 30 Winter. Wenn keine Krankheit mich holt und hinter mir sehe ich nichts als gescheiterte Träume. Unsere verfluchte Armentafel hat zu regelrechten Kriegen an den Banketten der Unterstadt geführt und die Reichen versuchen, die Abgaben zu prellen, wo es nur geht. Und vor mir sehe ich nichts als Nebel. Das trifft es am besten. Sag mir also, Malfas, ist das mein Pfad? Ist das meine Aufgabe? Ein gescheiterter Mensch zu sein, dessen Schicksal es ist, alleine zu sterben? Meine Gedanken sind ein einziges Chaos und ich bin müde. Ich will nicht mehr weiterschreiben. Ende. Ein sehr, sehr trauriges Schicksal, muss man sagen. Weißt du, erst beginnt das alles so harmlos. Er hat seine Frau fürs Leben gefunden, er ist mit ihr zusammengezogen. Und dann, als er das dritte Mal geschrieben hat, also er hat nicht viel geschrieben, aber er hat ein bisschen was geschrieben. Und leider zehrt es doch um Trauer. So, und hier sind mal wieder ein paar von diesen Ratten! Blöde Ratten! Mann. Immerhin haben sie ein paar XP gebracht. Aber es ist schon traurig, wirklich. Ich hätte es ihm anders gewünscht, ne? Also Jiro hätte gerne... Also ich finde... So wie er da angefangen hat mit Schreiben, ist er doch eine sehr gute Person gewesen eigentlich. Wo ist sie denn? Hä? Ach da! So, jetzt haben wir den mal gerade in Brand gesteckt. Das geht ja zum Glück, wenn man eine Fackel in der Hand hat. Ja, jedenfalls der arme Jiro. Was ist das? Eine verbrannte Leiche. Na, wunderbar. Ja, hier sieht es auch schon wieder so aus, als ob hier irgendwas passiert wäre. Menschenfleisch. Scharfe Holzfällaxt. Ich nehme sie einfach mal mit. Oh. Hier haben wir wieder ein bisschen Friedenskraut. Und wir haben hier wieder einmal ein magisches Symbol gefunden. Yippie-yay, Schweinebacke. Oh, das hat jetzt dafür gesorgt, dass wir sogar aufgestiegen sind. Ihr seid auf Stufe 4 aufgestiegen. Ihr habt 5 Lernpunkte, 3 Handwerkspunkte und einen Erinnerungspunkt erhalten. Derzeitige Attribute: Lebensenergie 99, Mana 96, Stamina 95. Wählt ein Attribut aus, was ihr verbessern möchtet. Diesmal nehmen wir Ausdauer. Das ist diesmal auf 11 Punkte, damit wir ein bisschen besser werden von der Ausdauer her. Und jetzt haben wir auch wieder volle Lebensenergie. So, mal sehen, was hier drin ist. Armseliger Seelenstein. Okay, blauer Quarz. Ein gefüllter Seelenstein mit kleinerer Seele. Dann haben wir hier auch wieder einen Silberkerzenständer. Und da ist mal wieder ein bekritzeltes Pergament. Ich habe Ladia gesagt, dass die Banditen gefährlich werden können. Aber sie will diesen Ort nicht verlassen. Diese Schweine beobachten jede Nacht unser Haus. Ach so. Ach so, verstehe. Das war hier ein Überfall. Das war hier ganz klar ein Überfall von Banditen. Oh, die tun mir leid. Die tun mir echt leid, dass das passiert ist. So, jetzt muss ich irgendwie wieder zurück auf den Weg kommen. Ich weiß nur noch nicht wie. Wir gehen einfach mal hier rüber, würde ich sagen. Und ich glaube, hier ist irgendwas. Weil da ist nämlich so ein komisches Zelt zu sehen, also oben auf dem Kompass. Ich weiß leider nicht, was das bedeutet. Ich höre schon wieder... Ey, an jeder vergammelten Ecke hast du diese blöden Küstenpinscher. Pinscher, sage ich jetzt auch schon. Das sind Pirscher. Ah.
Yes! Na, das hat ja schon mal funktioniert. Das bringt immerhin 30 XP-Punkte. Aber irgendwie war der Nahkampf gerade richtig schlecht, ne? Der hat kaum was gebracht. Ernsthaft? War hier, ist hier irgendwo ein Weg? Oh ne, da sind schon wieder welche. Überall hast du diese komischen... Hunde, wollte ich schon sagen. Also diese ganzen Küsten. Küstenpirscher. So. Hier haben wir eine Muschel. Mehr aber auch nicht. Ich möchte jetzt gerne mal nach... Ach ja, ich muss ja wieder zurücklaufen. Ich habe das ja extra so gemacht, dass ich wieder zurücklaufen muss. Das heißt, wir müssen wieder da irgendwie hinkommen. Ich habe das ja extra so gemacht. Beziehungsweise Jesper, können wir ja schon mal erzählen von den Briefen. So, jetzt haben wir da natürlich wieder so ein paar freundliche Wölfe. Ich sag jetzt, ich nenne sie jetzt irgendwie Hund, Wölfe, was weiß ich, sind Wölfe für mich. Und es sind wieder drei. Natürlich. Weißt du was? Diesmal nehmen wir Flammenbiss. Flammender Tod! So, jetzt, heia! Boah, ich bin schon wieder fast tot. Gibt's denn sowas? Bin ich so schlecht oder bin ich so schlecht? Aber dieses Mal nehme ich keinen Trank. Diesmal werde ich was essen. Ich müsste noch ein Brot haben. Ich habe sogar noch drei. So, das wird mich jetzt erstmal eine gewisse Zeit heilen. Und der hat hier sogar mal wieder ein bisschen Pelz dabei gehabt. Hat sich also schon mal wieder gelohnt.